Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei Gametainment, willkommen bei Aikalito. Es wird wieder gezockt. Und wie man sieht, auf vielfachen Wunsch und weil ich Bock drauf habe, Stardew Valley auf der Nintendo Switch. Neu. Mein alter Speicherstand ist Asbach. Keine Ahnung. Und, warte mal. Und, ist Asbach und einfach mal neu anfangen. Hof, pass auf. Ah ne. Natürlich. Stilech, wie sich dem gehört. Sup. Plus. Rufname. Gametainment nenne ich jetzt einfach Dinge. Passt das? Game. Der Gametainment. Oh. Ah, ich hoffe, dass das ordentlich angezeigt wird. Sonst ist halt okay. Mag gerne. Was mag ich besonders gerne? Was mag ich jetzt besonders gerne? Level up. Warte, das wird Level geschrieben, ne? Mal gucken. Ah, Level mit E. Mag gerne Level Up. Das ist mein aktuelles Lieblingsgetränk tatsächlich. Das Gutste. Haut. Out. Gamer Hell. Okay, nichts Kompatibles für mich. Und immer Saiyajin und. Sieht zu behindern aus. Hemd. Totenkopf. Natürlich ein Bart. Klares Ding. Ah, gibt ein. Oh. Intro überspringen, habe ich jetzt keine Lust drauf. So, wir sind jetzt mal. Ah, das ist irgendwie. Was passiert eigentlich, wenn ich hier auf Random drücke? Ah, guck mal. Können wir mit einer schönen Grundlage nehmen. Fangen wir den. So, Aikalito, Gametainment Hof. Ich hoffe, das wird nachher angezeigt und mag gerne Level Up. Ja. Ist lädt. Ich muss auch die Musik anpassen, ein bisschen leiser muss sie nur sein. Ging aber noch nicht im Hauptmenü gerade. Mal gucken. Ich hab das schon ewig nicht gezockt. Echt gespannt. Optionas. So, und zwar Musik. Töne ein bisschen runter. Ambiente. So, guck mal, wie das so ausgeht. So, Dialog, Grafik. Okay. That should do it. Gott, ist das lange her. Okay, bewegen.
Pastinaken. Ich muss mal gerade schauen hier, Tuck. Ich glaube, das passt ganz gut jetzt von der dekorative Schale. Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles geht. So. Es gibt ja ein richtiges Tutorial jetzt hier. So, muss ja erstmal nur Pastinaken anbauen. Die können wir eigentlich hier schön, eigentlich können wir die hier schön anbauen, ne? Ja, nur 15. Also ich bin ja auch in dem Game mehr so ein Minengänger, also ich kämpfe unheimlich gerne in der Mine rum. So, haben wir das. Das kann man eigentlich wachsen lassen. Oder Grund Fabian, moin, einen wunderschönen. So, what do we have here? Achso, da kann ich nur einlagern. Jetzt muss man dieses ganze Intro-Zeug gar nicht mehr machen. Auch lustig, das ist mein erster Start-Over. Das ist dann wohl ein Baum gewesen. Da muss weg. Einen wunderschönen. Ich habe echt ein bisschen mit mir gerungen. Soll ich jetzt wirklich nochmal Stardew Valley anfangen? Aber irgendwie habe ich tatsächlich Lust. So, einmal auffüllen. Das kann man wachsen lassen. Guck. Mal rüber. Was war denn für ein Quest eigentlich? Kann ich das nicht auch nachgucken? Fähigkeiten, naja. Socials. Social ist ja tatsächlich so ein Ding. Oh, hat echt Gentainment nur. Doof, man kann alles eingeben. Naja, egal. Heute bin ich ein ganz stiller Zuschauer. Okay. Aber immer gerne. Immer gerne. Konnte ich nicht hier auch Quests sehen? Herstellung. Sammlung. Doch, guck mal. Hofbuch. Sag hallo. Zwei von. Achso, ich muss die Leute tatsächlich begrüßen. Was zum Verkaufen mitnehmen. Natürlich immer, ne? Gametainment. Eigentlich ist es auch sehr lustig. Der Hof der Gametainment. So. Brodin. Halo, Halo. Ja. Also, Emily. Ah ja, stimmt, das ist Emily. Weißt du Bescheid. Steuerung ist wirklich ordentlich verbessert worden seit dem Release auf der Switch, muss ich sagen. Ey, Broody. Ich muss begrüßen.
Ah, hatte ich schon. Der rote. Hi. Okay. So be it. The star drops loom. Also 12, okay. Habe heute einfach keine Lust zu schreiben. Bin seit Freitag krank. Oh. Ne, alles gut. Alles gut und gute Besserung. Musst du auch nicht immer. Musst du auch nicht immer Lust haben. Schon ätzend krank. Ich hatte Sonntag also übelst Migräne, also richtig vom Feinsten. Sonst hätte ich mich gestern noch gezockt, aber ging einfach nicht. Oh Gott, ich habe noch den babykleinen Rucksack hier. I see that. 12.20 Uhr. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Okay, ja, okay. Gab's hier nicht auch eine Map oder so? Muss mich nochmal orientieren hier. Ich habe das Gefühl, die Musik ist wohl noch ein bisschen laut. Doch, vielleicht. Anzeiger für die Platzierung von Feldern per Controller. Okay. Wo war denn die Map? Ah, da. Game-Tainment-Hof. Joja-Markt, da kann man mal hin. Anbauen, möglichst schnell anbauen, ein bisschen Kohle reinkommt. Jojo, was geht? Pastinakos. Oder 5 Blumenkohl. Ah, machen wir mal Pastinaken, hauen wir mal Pastinaken rein. Alle anquatschen, ist ja auch eine Quest. Ja. Fresh and cheap. Julia-Mitglied, bla bla bla. Geil, erstmal zurück und baue das Zeug noch an schnell. Oh, hallo. Abigail. The Abigail. Something is not quite right. Dum, dum, dum. Aber dieses ganze Socializing interessiert mich in diesem Spiel dann eigentlich gar nicht. Ne? Ich will einfach nur kämpfen, anbauen und so. Ich gehe so erstmal die Pastinaken anbauen. Wenn wir richtig was erledigt kriegen. Just some guy. Hi. Heirate später mal mit Abigail. Eigentlich tue ich das. Also, ich habe schon nie gemacht. Socializing in diesem Spiel hat mich noch nie interessiert. Tatsächlich. Wie viel habe ich? 20. 4, 8, 12, 16, 20. In die Augen geflogen, sauers. Apply water. Ah, freue ich mich auf die Mine zum Kämpfen.
Das wird zu fein. Tuck, einmal auffüllen. Kann man bei dir mitspielen? Ich fange jetzt gerade erst ganz frisch an und wenn spiele ich dieses Spiel hier nur mit Leuten, die ich noch kenne. Schon. Also normalerweise mache ich immer viel Community Gaming, aber jetzt habe ich gerade noch mal frisch gestartet und wenn dann da mit Leuten, die ich schon was länger kenne. Ich weiß nämlich nicht, was hier online alles passieren kann. Ah, okay, schade. Ja, das ist. Also normalerweise spiele ich alles gerne. Community. Bin eben neu bei dem Game. Ja, ich hab's. Keine Ahnung, mein Erstspielstand hat irgendwie 90 Stunden oder so. Aber ich wollte jetzt einfach mal Glyph mal neu anfangen. So, jetzt kann man noch mal irgendwo rumlaufen. Aber vielleicht, na, wobei. Bisschen frei machen hier. Pastinaken anbauen. Ist das Quest. Das heißt, die müssen wir sowieso erstmal beenden. Tuck. Ein paar Steinchen weg. Ein paar Leute begrüßen. Ha. So, das lassen wir erstmal so. Oh, passt. Hallo, ich bin gerade von einem Angel. Bla bla bla. Du solltest mal am Strand vorbeikommen. Ich hab was für dich. Willi immer gerne. Machen wir. Gehen wir mal zum Strand. Aber ich befürchte, da müssen wir uns den Weg ein bisschen. Ja, der Hof. Oh, ja, so langsam kommt alles zurück. So langsam kommt alles zurück. 9 Uhr macht die erst auf. Okay, ja, wobei. Jetzt. Quatsch. Hallo sage. Na? Jazz. Aber just some guy. Das Spiel ist wirklich gut. Echt lustig. Wenn du mal Tipps brauchst, schau bei dem YouTuber Dangerously Funny vorbei. Der hat mir am Anfang gut geholfen. Achso, ja, ich komme eigentlich gut zurecht. Ich hab ja, wie gesagt, schon 90 Stunden irgendwie drin. Ich bin ein nicht socializender. Oh, hallo. Ein nicht socializender Quester. Kämpfer, eigentlich. Hier ist das Ding, da ist aber sonst keiner. Okay. Mal kurz ein bisschen orientieren und dann sind die Laufwege ja auch wieder klar dann. Müssen wir reparieren, okay.
Platz mehr. Na gut, ist halt jetzt so. Nein! Okay. Ich bin immer in der Mine, macht einfach mehr Spaß. Ja genau, das ist pretty much das, was ich mache. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie ich zum Strand komme. Da muss man... Achso, das ist ja ganz hier hinten. Oh ja, machen wir es morgen. Also, im Ingame morgen. Jetzt keine Lust mehr. Boah! Nein, die schönen Grasnamen. Ah, ich glaube, dann habe ich jetzt auch wieder alles gespeichert, wo alles ist. Mine finde ich auch tatsächlich mega geil. Ich meine, ich baue auch gern hier so Zeug und so. Das macht, das finde ich auch cool. Also einen hübschen Hof bauen und all so. Ja, das mache ich auch gerne. So. Ja, für den Moment. Schon mal diese komische Tasse mal noch da rein. Die Scheiße, warum ich das mitgenommen habe. So. Köff. Bisschen Kohlen. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Ah, Regen. Das ist natürlich fein. Da kommen wir mal zum Strand. Geiern wir mal darüber. Auf zum Strand. Vor 17 Uhr, okay. I hear thunder, but there's no rain. Südlich der Stadt. Suez. Ja, ist halt ein feines Game. Ist halt ein feines Game. Wenn man schönen guten Abend, wenn ich euch begrüßt habe. Hallo. Ahoi. Ja, bla bla, kennt ja jeder. Gib mir die Angel und geh weg. Gott, ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, wie Angeln geht, oder? Weiß ich das noch? Mal, wie wir mal direkt mal einen Rucksack gleich besorgen. Wenn's stinkt, verkauft's! Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Mhm. Okay. Ah ja, so ging das. Okay. Noch so ewig nicht gemacht hat. Ich konnte mich echt nicht erinnern, wie man hier angelt. Gottes Lachs. Da kommen auch noch ein. Piu. Ah, gedrückt halten. Ja, komm. Ich
Ich habe gedrückt. Neu. Durchweichte Zeitung, toll. Ja, jetzt habe ich für den Moment auch keine Lust mehr. Ab 9 macht er auf, ja, dann holen wir noch einen raus. Kann man das hier verkaufen, die zwei Teile? Oder drei? Rucksack ist echt nötig. Ich will gleich mal gucken, ich weiß nicht mehr, wo ich den kriege. Das war dann doch ein eher anspruchsvoller Fisch. Sardelle, Look. Kurz vergofen. Ich war in Stardew Valley noch nie wirklich angeln. Doch angeln habe ich schon richtig viel Zeit verbracht. Doch, Blümchen will er nicht. Sollen wir jetzt mal gucken, wo es den Rucksack gab? Das ist halt so ewig lang her. Oh. 300 Stücke Holz, jawohl. Why not? Also ich baue schon gerne Hof. Also ich mache eigentlich alles gerne, außer Socializen mit den Charakteren. Oder? Das interessiert mich einfach gar nicht. Gab es doch noch diesen kleinen Shop hier, ne? Das ist der Salon. Schau. Hallo. Howdy Kid, alles trocken? Nee, es regnet doch. Was für eine Frage. Bei Pierre, glaube ich, gibt es die Backpacks Pierre. Das war das denn? Der war das denn im kleinen Laden, oder? We'll see about that. Ja, also den kleinen Shop mal gerade suchen. Der Nicht-Wucher-Shop. Oder war der hier? Also hier ist der. Ah doch, Pierre. Also. Hätte gerne roter Pilz. Mach das mal. Ah, oh, Mittwoch-Ruhetag. Der Judas. Ich will ein bisschen angeln. Aber ich kann hier noch ein bisschen angeln. Aber ich kann ja hier nichts verkaufen. Ja, skippen. Dann kriegen wir die Pastinaken. Das ist in Ordnung. Erst noch ein bisschen ins Crafting wiederkommen und dann sieht das ja schon wieder gut aus. Können wir jetzt am Hof noch ein bisschen was arbeiten hier. Ein paar Steinchen wegkloppen und so. Ein bisschen Matz noch haben. Die Steine, die hier so mittendrin nähren. Spiel doch ein bisschen. Spiel doch ein bisschen, wenn du nicht streamst. Ja, das ist immer so leicht gesagt. Also ich spiele selten, wenn ich nicht auch streame, weil ich normalerweise meine Streamingzeit einfach, meine Spielzeit einfach direkt streame. Weil es mir unglaublich Spaß macht. Und ansonsten bin ich ja zwischendrin arbeiten. Da kann ich dann. In den Mittagspausen spiele ich manchmal tatsächlich auch ein bisschen mit Kumpels.
Also im Normalfall, Streaming macht mir halt so viel Spaß, dass ich einfach, wenn ich zocke, mache ich einfach einen Stream direkt mit an. Ist ganz selten, dass ich mal nur spiele. Geode, ah, sehr fein. Ich bin ja dabei, das Ganze noch weiter auszubauen im Moment. Die Werkzeuge nur sortieren, also ich hätte gern eigentlich Spitzhacke. So, Deli. Das ist ein bisschen angenehmer. Was haben wir denn für eine 15 Uhr? Sind nur noch Ruinen übrig? Ja, das machen wir schon. So, ich glaube, die Pilze hier musste man selbst anbauen. Ne? Ja, okay. I see that. So langsam kommt die Erinnerung zurück. Oh, man kann jetzt schon herstellen, wusste ich ja gar nicht. Kiste. Bei welchem Jahr ist ein richtiger Ack? Kann ich nachher mal reingucken. So ewig nicht reingeschaut. Echt ewig nicht. So, Geode muss weg, das andere ist Kohle. Vielleicht mal eine Kiste bauen, ne? Kiste wird 50 Holz, okay. Let's get this done. Ich habe das so ewig nicht gespielt, aber ich war schon relativ weit. Also das heißt relativ weit, also schon. Schon ordentlich gezockt. So, Geode können wir zu einem einen Yogi bringen, aber ich denke auch Pastinak muss man jetzt ab, oder? Gehen die noch weiter? Gucken. Schauen wir jetzt mal rein. Was ist halt so Asbach her, dass ich das gezockt habe, meine Güte. Übrigens heute das schwarze Astro A40 am Start. Sieht mal, als würde das Headset nicht drin sein, aber ist drin, ist schwarz. So. Pastinaken brauchen noch einen Tag.
Oft stand ich AFK nur so rum, weil ich eingeschlafen bin. Ach. Ich meine, ich würde mir auch ganz gerne den Online-Modus da mal an reinziehen. Ich weiß nur gar nicht, wie der, was da passiert. Mal gucken. Passt so gerade noch. So, also Geode muss weg. Und zum Pierre, genau. Beim Pierre bei. Ah, die Geode ist der Dings-Yogi, ja, der Schmiede-Yogi. Ja. Wie so langsam die Erinnerung wiederkommt. Heute sind endlich die ersten Teile der Lieferung gekommen für mein Streaming mit dem iPad. Aber die wichtigsten. Also das ist der Lucky Lucky Typ, ne? Und okay, das war der Lucky Lucky Museumstyp und wo ist denn der Schmied nochmal? Wo war denn der Schmied nochmal? Bin ich eigentlich hier? Bin ich dämlich. 9 Uhr macht er auf. Und dann. Also, als das rauskam auf der Switch hier, habe ich das auch das erste Mal gespielt auf der Switch. Habe ich auch abends so lange gespielt. Das war die Zeit, da war meine Frau gerade in China. Das auch gespielt ohne Ende, aber auch tatsächlich, bis ich abends was ins Koma gefallen bin vor Müdigkeit. Tatsächlich, ja. Schwarzbarsch. Schon 9. Schnell zu ihm, dann zum Pierre Baby. Geode aufbrechen. Mach das mal. Kalkstein. Vielen Dank für nichts. Pierre. Komme ich hier rüber? So, da ist der Großhandel. Pia, pia, pia. So langsam wird's wieder. Mein Gedächtnis kommt zurück. Howdy ho. Was kostet denn? Er hat 2K. Boah. Jetzt kann ich auch nichts mitnehmen. Ich habe zu viele Geoden von jeder Art, ja. So, das heißt, wir besorgen mal Holz für eine Kiste zum Einlagern. Ja, ich möchte jetzt eigentlich auch nichts wegwerfen. So, ja, okay. Ja, ohne Rucksack ist halt sick, ne? Ich konnte mich jetzt echt nicht erinnern, dass es so teuer ist. Okay. Fast eine volle Kiste, ja.
Ja, habe ich aber auch auf meinem Haupt. Da möchte ich jetzt auch nicht wegwerfen. Komm. Gehen wir halt ein bisschen spazieren, hier mal Luki Luki machen. Könnte man danach mal zur Mine gehen, aber ich muss erstmal natürlich den Rucksack vergrößern, das ist ja alles scheiße sonst. Hallo Eichhörnchen. Du bist eindeutig zu riesig. Kann noch ein bisschen arbeiten jetzt. Vor allem ja Holz wäre gut. Ich habe natürlich auch mega Bock eigentlich auf PUBG Mobile, aber mein Baum ist eh nicht ganz fit. Wenn ich alle aufmachen müsste, würde ich bestimmt über 2 Tage über 2 Tage brauchen. Ja, ich bin auch so ein extremer Minengänger. Habe ich auch schon wieder Bock drauf. Eigentlich wollte ich Holz farmen. Kann er nicht wirklich sinnvoll was kaputt machen hier. Ah, hier ist eine kleine Quelle, sehr schön. $50 für eine Kiste, oh ja, das geht dann ja jetzt dann doch schnell. Das soll mir auch jetzt erstmal reichen. Also kann man die Uhr vorbeikommen und gerade mitholen hier. Die Radio Energy ist jetzt ja eh fast weg. So. Das heißt, du weg und Herstellung Kiste bitte. Danke. Kann ich da dieses Zeug reinmachen, was ich sonst jetzt gerade nicht brauche? Fein, aber wieder Platz. 1620 Energie ist eh weg, da gehe ich jetzt auch nicht mehr groß los. Papp. In das Badge. Also irgendwie ist das schwarze Astro A40 bequemer als das weiße Astro A40. Das, finde ich gerade echt komisch. Irgendwas ist da unterschiedlich dran. Das sind aber beides die TRs. Mit Mixamp.
Blub, blub. Bin gleich wieder da, schau kurz etwas, vielleicht könnte es sein. Könnte es dir ein bisschen helfen. Ach so, ja, vielen Dank, alles gut. Entspannen Sie sich, damit Sie gesund werden, der Herr. So, kackst die Nacke. Was ist hier für Post? Jaja, Markt, Kunde. Bla, bla, bla. So. Ich müsste jetzt allerdings auch was Neues am besten anbauen. Ja, hol mal beim Yogi ein paar Pastien haken. Hätte eigentlich eben mit. Nein, ich hatte eben keinen Platz im Inventar. Deswegen. Nochmal einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zum kompletten Start-Over von Stardew Valley. Hier schnell runter angeln. Ja. Max. Hä? Ich hab nur Dreck gedrückt. Ärgerte mich. Geh mal schon Gemeinschaftszentrum. Ja. Ich wollte noch ganz kurz angeln hier, damit ich schnell neues Zeug kaufen kann hier. Ist ja extrem ätzend, der Fisch. Oh. Alter. Boah. Da kriege ich fast einen Krampf hier. 8.30 Uhr, so komm, 9 Uhr schnell. Kurz Samen kaufen, dann kommen wir zum Gemeinschaftszentrum. Was denn? Okay, 9.10 Uhr. 20 Minuten lang Fisch rausgezogen. So, schnell beim Pier gucken. Ein paar Postinorgen. Sind halt hier auch echt günstig. Geh mal zum Gemeinschaftszentrum, das war hier hoch, ne? Achso, dieses Geist-Ding sie wahrscheinlich, ne? Warte, ich muss mich kurz orientieren. Ah, doch, doch, ja. Nur hier außen rum. Oh.
Schade, bei mir war da eine Kiste. Ne, leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Was kann ich für dich tun? Laden, was hast denn du hier so? Ach so. Minocare. Ich gucke aber nochmal, vielleicht war ja doch da eine Kiste. Allerdings bin ich schon klickend da rumgelaufen. Ne, leider nicht. So, dann gehe ich noch flott ein bisschen Marken anbauen. Morgen sind die Kohlen da. Gucken wir mal weiter. Aber erst noch hier begrüße. Gute. Haley ignoriert dich. Naja, fein. Dann mal Richtung Mine gleich mal. Kriegt man da ein Schwert geschenkt? Ey, Brudi. Die Mucke ist auch ungeschlagen. Sam versucht sich am Kickflip. Ja, mach das mal. Ich versuche mich jetzt am Schnellpflanzen. Oh, habe ich nur so wenige mitgenommen? Wie geil bin ich denn? Okay. Ja, ohne Rucksack finde ich, macht es auch keinen Sinn, in die Dings zu gehen, in die Mine. Könnte noch mal kurz hinlaufen, mal zum Gucken. Gibt es noch irgendwelche Mats auf dem Weg? Irgendwie? Ach, guck an. Kleinvieh macht auch Mist. Der Winter ist halt eigentlich geil, da kannst du einfach nur im Strand halt farmen wie ein Verrückter. Jemand Fremdes, hallo und tschüss. Oh, nice. Nur für bewährte Abenteurer. Kriege ich da drin was? Ich habe vergessen zu wässern. Ah, shit. Als ich angefangen habe, wusste ich nicht, wieso ich die anderen Plätze nutzen konnte. Dann bin ich voll ausgerastet wegen Dummheit. Ja gut, man findet den Rucksack relativ schnell. Er ist halt teuer, ne, für den Anfang.
Okay, cool, ich habe ein Schwert, nice, aber ich habe vergessen, Pastinaken zu wässern. Das macht mich gerade ein bisschen fertig. So, ne, erstmal raus wieder. Pastinaken wässern. Lauf, Forrest, lauf doch, Junge! Und nimm die Rübe noch mit dir, den Lauch noch mit hier. Du Lauch. 2 Spieljahre hatte ich kein Backpack. War es echt? Er ist das erste, was ich mir immer besorge. Also, das heißt immer besorgt, das erste, was ich mir besorgt habe. Max Slots. Und ich habe zu wenig Pastinaken gekauft. Hätte ich noch was mitnehmen können. Aber hey. Man kann nicht alles haben. Puh. So. Könnte man eigentlich mal in die Mine danach, ne? Danach ist so eine blöde Bezeichnung, also morgen. 2 Jahre im Spiel, kein Backpack. Da wäre ich, glaube ich, ausgerastet. Da bist du ja verrückt. Mal kurz weg, vielleicht noch ein bisschen länger. Alles klar. Neues Rezept, Standarddünger, großartig. Oh, das gab natürlich ganz gut Kohle. Jetzt kann man jetzt erstmal Zeug kaufen gehen zum Anbauen wieder. Wobei ich jetzt eigentlich gerne mal in die Mine ginge. Aber auch nicht mehr so viel Energie habe. Ist eigentlich am besten am Anfang an den Regentagen in die Minen zu gehen. Also ich glaube, spielen wir lieber Hof und bauen noch was an. Kaufen wir jetzt einfach noch Zeug hier beim Yogi. Dann erweitern wir hier einfach. Rüber. Ja, vor allem erstmal hier. So, mal gucken, was wir noch anbauen. Mit der Kohle kann man natürlich gut was anbauen jetzt. Kaufen zum Anbauen so. Pierre, altes Haus. Gehen wir hier kurz angeln. Oh, das Licht von vorne ein bisschen abgedimmt. Oh. Ja, jetzt war ich für dich das desorientiert. Das habe ich jetzt nicht gemacht.
Ja, so schaut mir die Belichtung doch schon besser aus. Zum Pier zurück. Rudi von Geiste her. Kauf. Wächst in 10 Tagen. Die sind 4 Tage. 6 wären gut. Ich denke, 20 reicht. Mehr kriegen wir jetzt sowieso nicht weg erstmal. Hallo, Weißabgleicher. Ich glaube, so reicht schon. Muss nicht so aggressiv sein. Sehr praktisch. Ich habe sogar genau 20 Felder gemacht. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, Regenmorgen wäre cool. Ich habe noch nicht geschaut, aber ich muss diesen Baum weghauen. Der geht mir auch mal schwer um Keks. Das Problem ist, in die Mine zu gehen ohne Backpack ist halt auch eigentlich doof. Das ganze Zeug dabei, das heißt, ich würde sagen, einmal Backpack besorgen, dann in die Mine. Der Typ sieht so lustig aus. Er sieht so gar nicht aus wie ich. Er hat Haare. Okay. Müll. Ja, kann auf jeden Fall den Hof dann noch ein bisschen sauber machen. Bisschen Energie ist da noch über. Hey, Treibholz. Also ich würde sagen, Backpack hat Prio. Dann gucken, dass man immer schön anbaut und ab in die Mine. So, alles gewässert. Komm, Mittagsbubu. Ja, der Müll gehört nur zu nichts. Läuft auf jeden Fall deutlich besser als das letzte Mal, als ich es gespielt habe. Kein Reagan. Autosprenkler werden toll. Oh, das wird alles so gut. Aber aller Anfang ist mühselig in diesem Spiel. Wo ist das? Habe
Ich werde relativ schnell gucken, dass wir in die Mine kommen. Das letzte Mal auch so gemacht, finde ich eigentlich total fein. Im Hof so die wichtigsten Sachen erledigen. Hübsch bauen. So, das Gras würde ich eigentlich gerne wachsen lassen für später. Und das natürlich nicht. So. Jetzt haben wir hier ein paar Bäume weg hier. Mal ein bisschen Übersicht haben. Der Backpack muss kommen. Jetzt kann man eigentlich craften. Muss schon irgendwas Feines machen. Irgendwas nicht Nutzloses. Dünger. Dünger, ne? Verbessert die Qualität des Bodens ein wenig, was die Chance auf höhere Produkte steigert. In das bestellte Feld mischen. Harz habe ich schon ein bisschen. Hier, komm mal. Ein bisschen Dünger kann man ja mal machen. Ja, in die Kartoffel würde ich sagen. Ah, das muss man vorher reinmachen. Okay, dann mit der nächsten Runde. Das habe ich vergessen. Das habe ich vergessen. My bad. Aber kein Problem. In der nächsten Runde machen wir das rein. Bisschen Hofarbeit noch. Wobei ich einen Zaun gerne fertig machte. Damit es halt auch mal ein bisschen hübsch ausschaut. Können wir eigentlich auch machen. Können wir noch ein Bäumchen hier weghauen. Einer, der hier so total stört. Hier ihn hier. Der nervt. Ein bisschen als Sau, aber einmal kurz weg hier. So, ein bisschen Zaun. So eine Tür und eigentlich möchte ich ja hier. Hier möchte ich rausgehen können. Darf ja mal ein bisschen nach Hof aussehen, ne? Ninth Prime, schönen guten Abend. Long time no see. Einen wunderschönen. So, ein bisschen. Und noch ein Türchen bauen hier. Tor noch und. So, ich möchte. Ach, kann man hier reingehen, ne? Muss ja mal ein bisschen nach Hof aussehen hier, der Kram. So, und dich kriegen wir noch weg. Ich brauche noch zwei Stückchen Zaun da oben. Ich glaube, es sind tatsächlich zwei, ja?
Ah, das fühlt sich auch gut an. Jetzt sieht das auch direkt mal ein bisschen Hof aus hier. So, kann noch ein bisschen Hofarbeiten machen. Gibt noch ein bisschen Bonus. Oh, kann nichts mehr aufheben, okay. Da sollten wir was dran tun. Das ist ja doof. Alles mitnehmen. Sobald ich das Backpack habe, geht's ab in die Mine. Ist jetzt gleich ohnehin aufgebraucht. Dum, dum, da, da, da. Eigentlich möchte ich das ein bisschen stehen lassen hier, aber das kann eigentlich weg hier. Nein, das will das jetzt ganz weg haben. Also. Steht da noch genug hin, dann kann man ja wieder anbauen. So. So, Energie ist weg. Ah, komm, Mittagsbubu. Vielleicht regnet es ja, dann würde ich vielleicht doch ein bisschen früher in die Mine gehen. Einfach nur mal zum Gucken, dann können wir schon wieder ein paar Teile mitnehmen. Heller Sonnenschein, die Sau. Ach, steht. Aber mit dem nächsten Durchgang ist auf jeden Fall der Backpack sicher. Dann nochmal irgendwas Langes anbauen. Dass man eben schön in die Mine geiern kann. Und fertig aus. Ja, ich denke, Stardew Valley kann man jetzt mal so peu à peu mal ein bisschen weiterspielen. Die nächsten Tage kommt natürlich auch PUBG Mobile wieder. Pagan Online werde ich mal ein bisschen zocken. Da ist more to come. Ich könnte trotzdem mal in die Mine gehen, mal gucken. Mal so ein, zwei Stüfchen oder so. Energie und Zeit her ist es ja okay. Einfach mal gucken gehen. Lucky Lucky kostet nichts. Ein paar Items kann man mitnehmen. Hier gibt's was Feines. Oh, ich hab Post nicht geguckt. Gleich mal reingucken. So, der Krieger des Lichts ist am Start. Am Stizzly Dizzle. Hä, was ist denn das Haar? Das kenne ich schon gar nicht. Oh, da steht jetzt extra drin, der Health, okay. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, das war, als ich das letzte Mal gespielt habe, war das nicht so drin.
Ja, sind wir natürlich auch schon relativ gut überladen. Mitnehmen, aber hätte vielleicht was auslagern sollen, was direkt was da lassen sollen. Ja. Den Quarz will ich natürlich nicht hier lassen, Kupfer auch nicht, Kohle. Eigentlich alles nicht da lassen. Gerade die Sachen, die am Anfang extrem wichtig sind. Aber wenn die nächste Lieferung, wenn die nächste Ernte durch ist, dann ist der Backpack sicher, dann kann man hier mal richtig was mitnehmen. Die Energie ist jetzt eh langsam low. Nichts zum Futtern am Start. Krieg ich das noch mit? Ja. Kann ich jetzt hier direkt. Warte mal. Ah, ist egal. Komm, kann ich direkt ganz nach oben? Bühne verlassen, jawohl. Ah, ich weiß schon wieder, warum ich das liebe. Mine ist nice, brauchen wir mehr Energie, müssen wir was zum Futter mitnehmen. Ja, das wird gut, das wird gut, das wird gut. Aber erstmal Backpack, Backpack, was zu futtern, anbauen, gib ihm. Leckt's? Oh, leckt das? Gucken. Farbe ist doch komisch heute. Ich gucke mal gerade. WB, lieber Fabian. Was hat die Capture Card denn hier wieder? So sollte Raw raus. Okay. Hat sich irgendwie verschluckt, jetzt geht's wieder. Hi, guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze gefunden hast. Das ist gut. Ja, ist richtig. Ich baue einen Schmelzofen, das stimmt. Ja, Mann, ich glaube, mein Shirt stört den Chroma Key. Schuh, Ofen gelernt, ja, geil. Mach's gut, ja. Nerv nicht, Junge, ich muss abbauen. Ich muss Geld verdienen. Ich
Ich brauche mein Backpack. Und mit Backpack geht's ins Mine. Heute meinst du die Belichtung aber gut. So, ich nehme die Passion Standard. Ja, ich muss Geld verdienen, muss weg. Ja, komm, erstmal alles weg. Der Ofen von Schmelze her, was braucht der Gutste? 20 Kupfer, 25 Steine, okay. Ergo, der Gutste braucht, alles braucht das Backpack. Hält alles nicht so. Wo eins nicht gewässert, das vergesse ich sonst gleich. Kartoffelsche muss Wasser haben. So. Ich denke, morgen reicht. Ich könnte vielleicht mal doch noch mal in die Mine kurz so. Auf kurz. Ein bisschen mehr Platz im Inventar. Kurz nochmal in die Mine so. Mal kurz Hallo sagen. Also so auf einen kleinen Baby Farm Run hier so. Oh, guck mal, güldener Lauch. Oh, perfekt. Lauch für den Lauch. Vielleicht noch ein bisschen Energie rausholen. Sehr fein. Da brauchen wir sowieso Erze für den Ofen. Das ist ein klares Ding. So, da gibt's ein bisschen Erz. Oh. Ein gutes Dreierbisschen, das ist doch fein. Nehme ich jetzt mal direkt die nächste Leiter. Topaz, das ist ja geil. Gib mir dein Gehirn. Kein Gehirn. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für Gehirn. Aber mal weitergehen. Was? Der kann da drüber?
Die kleine Ratte. You're gonna die for that. Herzchen. Na, perfekt, auch schon direkt die erste Stufe freigeschaltet. Okay, Erz. 13,50. Ja, wollte ich nämlich sagen, das ist gar nicht so normal. Der kann dann nämlich gar nicht durchspringen, die Sau. Du glitschiger Glitscher. Leckere Grünalge. Das ist... Sind 40, passt. So, morgen ist dann auch der Backpack da. Weg, ihn mit. Ich bin der Schlechter von Gametainment Town. So, 17:40 Uhr, ja, machen wir uns jetzt aber raus, denke ich. Hatte ich schon eine gefunden? Ja.
Oder hatte ich doch schon einen Ausgang gefunden? Ja, doch, klar. Hier. Oh, den Quarz nehme ich aber noch mit. Gerade. Way down, I go, go, go. So, schnell nach Hause. Die Catcher-Card zickt, glaube ich, heute ein bisschen. Oder zickt ihr nur hier bei mir? Ja, zickt ein bisschen. Ah ja, nicht so schlimm. Jetzt haben wir den halt 9. Alles erstmal raus. Morgen brauche ich auf jeden Fall. Ich nehme alle Standardsachen mal mit, einfach so, komm, schnell schlafen. Mayonnaise-Maschine. Oh, Sprinkler. Aber nicht genug Kohlen für ein Backpack und noch was zu kaufen. Na, Mist. Geh gleich mal nach links in den Tunnel rein bei der Bushaltestelle. Ah, da war auch irgendwas, ja. Weg mit dem Köter. Ist nicht meiner. Scheint ihm hier zu gefallen. Meinst du nicht, dass auf deinen Hof ein... Ich möchte keinen Hund. Links in den Tunnel rein bei der Bushaltestelle? Jetzt überlege ich gerade. Gibt es einen Tunnel? Ja, wir können jetzt mal zum Bushaltestelle rüber gehen, ist ja kein Problem. Ich muss jetzt dann sowieso mal gucken, Sprinkler, was kostet der zu bauen? Kupfer und Eisen, oder? Okay. Brauchen wir sowieso erstmal ihn hier. Gut. Ich komme jetzt ja sowieso an der Bushaltestelle vorbei. Kupfer haben wir denn jetzt 23, das ist gut. So, wir müssen vor allem mal Zeug kaufen. Wir müssen mehr anbauen. So, was sagst du? Geh gleich mal nach links den Tunnel rein bei der Bushaltestelle. Da ist ein Tunnel? Ey, hier bin ich literally, glaube ich, noch nie hingegangen. Ich bin noch nie reingegangen, in all den Stunden, die ich das Spiel gespielt habe.
Ah, hier geht's aber auch nicht weiter. Okay. Pretty much nothing. Zumindest nichts verpasst. Die Capture Card leckt irgendwie ganz komisch, die müsste ich mal neu starten am besten. Muss ich mal einen ganzen Strim für neu starten. Das mache ich auch mal rum. Rubbel die Katz. Da war es, wo du eine Batterie reinlegen musst. Achso, ja, das kann natürlich sein. Aber zum einen habe ich keine Batterie. Ich meine, das wäre aber auch nicht da gewesen. Bin aber auch nicht 100% sicher. Also erstmal Zeug kaufen zum Anbauen wieder. Ganz skippen kann ich es nicht, ne? Ja, ist fein, blablub. Müssen wir aufbauen, blablub. Zeug erfüllen, blablub. Och, Junge, ich bin schon fast eingeschlafen hier. Aber das nicht skippen kann, das will ich mir gar nicht nochmal angucken. Oh! Kann man scheinbar doch. So, Pierre. Ah, aber schon wieder Mittwoch. Ach. Das ist doch lächerlich. Na gut, dann eine Runde Angel. Um 10.30 Uhr losgehen zur Mine, ist auch blöd. Oh toll, eine grüne Alge. Always wanted one of these. Noch eine, yay! Brauchst du auch mehr Geld für Inventarplatz? Ja, ja. 2k für den Backpack. Und da muss natürlich noch ein bisschen übrig sein, dass man neues Zeug einbauen kann. Dieser komische Markt nicht auf. Gucken. Ist zwar ein bisschen teurer, aber peng. Bin ich den Tag schneller fertig. Ah, jetzt habe ich die ganze Zeit nur diesen scheiß Markt gedacht hier. Wert auf, komm. So. Bohnen sind eigentlich ganz cool sogar, ne? Mehrmals ernten.
daneben machen wir. Oh, Inventar ist voll. Ah, die will nicht. Bissau, Blumoko. Ah, braucht 12 Tage. Ah, nehmen wir lieber noch Kartoffeln. Ja, einmal das Backpack finanziert. Dann läuft der Hof quasi nebenher und die Mine ist hier fett am Start. Ja, Junge, hättest jetzt hier den Umsatz deines Lebens gemacht. Hast du Mittwochs Ruhetag. Am Arsch. Wer bist du? Kenn ich dich schon? So. Erstmal aufhübschen, so in General. Zack. So, die Bohnen am besten. Kartoffelsche. Schnellstmöglich Richtung Sprinkler, aber dafür brauchen wir einfach nur die Mine. Dann Doppelfein. Wenn die Sprinkler am Start sind, ist das ja eh alles nur. So. Können wir noch ein bisschen was hier so. Klein machen. Hofarbeit. Gib mir den Bonuspunkt. Ah. Dieser Baum geht mir eigentlich tierisch am Sack. Was wächst der einfach hier? Ich will mal drum rumlaufen. Blödes Ding. Kohle. Gibt's ja auch bald Pilze. Ah ja, ja, das ist ja alles. Einstens. Gesimi durchgeplant. So, 17:30. Bin kurz weg, jawohl. Alles gewässert, ist aufgefüllt. Noch kann man alles behalten. Lappen. Ja, da müssen wir jetzt die Kartoffelernte abwarten. Ich denke, wenn die Kartoffelernten durch sind. Der Capture Card läuft ganz normal, jetzt noch keine Ahnung, was ich da eben verhaspelt hatte. Die Schärfe vielleicht nochmal wieder reinmachen. Okay. So, ach, es regnet immer wieder nicht.
Ach, der Post war auch schon da. Ich habe auch den ganzen Tag überlegt, was spielst du heute, worauf hast du heute Bock? Bis kurz vorm Stream überlegt, wirklich, Stardew? Aber jetzt muss ich sagen, war eine gute Entscheidung, das reicht genau, es reicht exakt genau. Kann man eigentlich nochmal in die Mine gehen. Holz. Wir haben gerade mal einen Baum fällen hier, dann gib mir eher einen Keks hin. Da haben wir noch einen weghauen, ja komm weg damit. Gerade eine Kiste machen für die ganzen Werkzeuge, damit ich immer darauf achten muss, wo das hingeräumt wird. Sorry. Noch eine Kiste. Look. Einfach nach, kommen die hier? Ne. Stellen wir die nach hier. So, 8.40 Uhr, da mache ich mich jetzt hier. Die Hake jetzt auch mal mit. Ich kann nämlich gegebenenfalls Möhrchen abbauen, ne? Oder sie finden. Diese komischen Untergrundmöhrchen. Ah, oh Bananen. Untergrundmöhrchen, ne? Untergrundmöhrchen. War schon 9 und die Energie halb weg, aber man kann wieder mehr Rettich. Halb 10, der alte Mann ist auch schon mal aufgewacht. Auf die 5. Oh. Aha, jetzt habe ich euch auch mal hier in der Ecke. Ach komm. Apple mich noch nicht. Bitte dunkel hier. Ach, da ist es ja schon. Upp. Herz. Wie hat der mich denn jetzt getroffen, diese Sau? Ja, gut, dass ich gegangen bin.
Okay, dann gehe ich jetzt mal runter, wenn man nachher direkt höher, tiefer, höher, direkt tiefer einsteigen kann. Oh, das gibt gut was, aber ein bisschen Energie schadet nicht. Das sah aus, als hätte ich da durchgekonnt. Wie ist der Möppenstein? Ach, als ob du mich eigentlich getroffen hast. Mein Inventar ist voll. Dann kannst du weg. Weißalge können wir einfach essen. Nom nom nom. Und ein Ausgang bitte. Grenzt ja schon geradezu an frech jetzt hier. Ja, bis 10 würde ich jetzt schon eigentlich gerne gehen. Dann haben wir das, haben wir den Aufzug direkt wieder am Start, aber. Könnte mit der Energie dann, es sei denn, es findet sich jetzt hier noch. Möhrchen auf 2. Ah, sehr gut. Too bad. Noch ein Möhrchen wäre gut. Direkt runter, komm direkt runter. Ich möchte auf jeden Fall gerne. Müsste jetzt auch auf jeden Fall gehen. Hey. Bis zur 10. So, tu mal lieber so ein Möhrchen. Oh, schlecht. Also runter weiß ich ja schon. Okay. Kann man jetzt speichern quasi. Du bist langsam erschöpft. Ah, schade. Ja, 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 okay. Eins runter, Aufzug. Lederschuhe. Konnte man den nicht direkt anziehen? Oder muss neben Inventar sein? Ich weiß es nicht. Ja, er hat sie ja jetzt an, von daher. Einmal 0. Aber die muss doch nicht so im Inventar bleiben, das ist doch Quatsch. Wir werden sehen. Ich jetzt nochmal gucken. Ich verinnere mich nicht mehr. Ich hab doch irgendwo auch ein Equipment-Ding, sie oder? Da gab doch Equipment oder nicht? Ja, klar, darunter. Oh,
Warum er das nicht da automatisch reinmacht, ist auch unverständlich mit Klick. In meinem Alter. Oh. So, was kann ich denn? Wirklich viel kann ich davon, kann oder will ich davon eigentlich nicht wegballern hier. Den Lehm brauche ich auch noch mehr. Eigentlich will ich das alles behalten. Erstmal schlafen. Uhr, da geht der Standardbauer ja ins Bettchen. Was ist denn, wie lange das her ist, als ich das gezockt habe? Meine Güte. Und ich spiele auch heute mit Kontaktlinsen. Das ist alles räumlich jetzt hier echt eine Herausforderung. Ey, gehst du weg? Ah. Vogelscheuche bauen ist ja gut. Fasernholz, Kohle, okay, machen wir auch. Ich muss eh noch. Fasern, Kohle, Holz. Wie viel Holz braucht ich denn? 50 Holz für eine Scheuche. Also, halte ich aber für ziemlich krasse Vogelscheuche. Ich glaube, meine Kamera wird verrückt wegen meines Shirts. Way down goes the tree. Ich überlege noch, ob ich Mortal Kombat für die Switch holen soll. Theoretisch hätte ich da ein bisschen Bock drauf. In unserer Redaktion war es leider schon vergeben, das heißt, ich konnte jetzt keinen Review-Key mehr bekommen. Beziehungsweise wir haben halt einen. Den hat wer anders. Ne, falsche Kiste. Hat einen begrenzten Radius, ungefähr 8 Felder. Ja, ja, gut. Ist dann halt so. So. Die steht aber. So, jetzt kann man noch ein bisschen Gartenarbeit machen. Energie ist halt schon zu stark depleted. Das ist dann jetzt blöd, wenn man jetzt nochmal loszieht Richtung Mine. Oh, blöd. Ein bisschen Hofarbeit, nicht Gartenarbeit. Aubernahm. Ist das schon so spät jetzt? Hatte nicht eben hier eine Aktualisierung im Hofbuch stattgefunden? Ja.
Hey, wenn es ja an Steinen hier. 21 Uhr bin ich weg. Alles klar. Ja, wenn du krank bist, sollst du dich auch ein bisschen wegschonen, ein bisschen pennen, ne? So, das kann ich ja alles noch nicht abbauen ohne Upgrade. Das soll noch wachsen am besten. Ein bisschen Freiheit muss man ja lassen hier. Haben wir hübsch gemacht. So, puff, du noch. Mats nach links. Ja, Werkzeuge kann man wegschmeißen, wenn es denn... Uhr 30, Mittagsbubu, aus Versehen bis zum nächsten Tag. Neues Herstellungsrezept, Treppen, das ist ja toll. Gute Kartoffeln haben natürlich richtig gut was gepusht jetzt. Wir haben noch Bohnen und Kartoffeln draußen. Ich denke, da kann man sich den Backpack jetzt mal gönnen. Ja, hier sind noch einmal Bohnen, Kartoffeln, damit kommt die nächste Kohle rein. Hauptsache, man kann schon mal ein bisschen mehr tragen. Das ist ja schon schwer nervig hier. So, Wässerchen. Jetzt mal rübergeiern und den Backpack kaufen. Ich würde... Oh, verarsch mich doch nicht. Die Kackveranstaltung, geh doch weg. Lasst mich doch in Ruhe mit eurem Socializing-Zeug hier. Ja, ich weiß, man könnte die Post ja auch lesen, aber... Not interested in your Veranstaltung. Interested in meiner eigenen Veranstaltung. AKA Mine. Allerdings habe ich wieder nichts zu essen dabei. Mino wants socializing. Das Eierfest hat begonnen. Das ist schön fürs Eierfest. Oh,
Post lesen gleich Zeitverschwendung. Das ist exakt, was ich über Post hier denke. Das ist Spielzeit, die mir hier verloren geht. Omnigeode, ja, das erste Mal. Ich will mal ein paar Möhrchen besorgen, die kann man nämlich dann beim nächsten Mal benutzen. Hier gerade schon ein schönes großes Feld ist. Aua. Karotten sind toll. Gratis Verpflegung hier. Die können ihr Fest schön ohne mich feiern, hier, der Firlefanz. Rauskommen. Okay, dann ist okay. So, hier nochmal gerade ein paar Möhrchen suchen für den nächsten Run. Wobei mir fällt gerade auf, es ist Sonntag, da hat wahrscheinlich der eine Laden eh nicht auf. Ja. In Ordnung. Ich bin ja geduldig. Ich habe auch keinen Bock auf dieses Fest, das interessiert mich nicht. Warte mal, konnte ich jetzt hier eigentlich rein? Bin weg, bis dann. Bis denne und besser dich, ne? Dass du schön schnell gesund wirst. Ach, verschlossen. Wir sehen, hören uns, lesen uns. Schön mit Ö. Fühlt sich fast schon rhythmisch an, das Laufen. Dun, 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 dun. Der Lauch kann mal weg. Ah, die kann mal weg, so. Selbst der Rap gewässert ist. Schlafen, komm, wir verschlafen dieses blöde Fest. Wen interessiert das? Niemanden. Korrekt. Neues Herstellungsrezept, robuster Ring. Aha. Der kostet doch bestimmt mucho. Von Herstellung so. Kupferbarren, verfeinertes Quarz, Erdkristall. Hm. Ja, sonntags hat der Laden da, glaube ich, oder? Ich gucke, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht hat er ja sonntags auch.
Eigentlich hat er ja mittwochs schon Ruhetag. Reicht ja ein Ruhetag. Muss er die sonntags auch noch zu haben. Können wir mal Backpack kaufen. Noch ein paar Samen. Dann beschwöre ich die Regengötter. Hauptsache kein Fest. Bin ich auf dem Keks hier. So, gucken. Hat er jetzt heute auf, oder was? Ja. Wenigstens hat er Sonntag auf, ja. Gottes Lachs. Nom nom hört sich gut an. CD hört sich nicht gut an. Hat sich krass gewehrt, der Fisch nicht. Was haben wir? Gottes Lachs. Na, einen holen wir noch raus. Oder eine CD. Oder so. Early Fans. Geben wir mal einen Rucksack. Boah, ist das teuer. 2K. Hau noch Pastinaken raus jetzt. Geht schnell, bringt Kohlen. Ein bisschen freue ich mich auf fast auf den Winter. Ich glaube, ich habe alle Winter damit verbracht, einfach nur diese komischen Winterdinger da abzubauen. Ich weiß gerade auch nicht genau, wie sie heißen. Also eigentlich immer am Strand nur heftigst gefarmt.
Okay, Wasser erledigt. Wasser auffüllen. Zeug weg. So, die Karotte möchte ich allerdings behalten. Jetzt hätte ich die gerne hier unten. So, und hier. Bisschen Hofarbeit erledigen, der Rest Energie. Socializing Furry Fans, braucht kein Mensch. So, hier brauchen wir mal Platz. Sehen wir ja gar nichts. Ich überlege schon, ich denke, morgen werde ich was anderes zocken. Ich weiß nur noch gerade nicht was. Vielleicht sogar ein bisschen PUBG Mobile. Gucken wir mal, ich glaube, den Rest kann man alles einlagern hier. Geoden kann man mal knacken lassen, habe ich aber jetzt keine Lust drüber zu laufen. So, nächster Rucksack, 10.000. So, regnet es im Frühling eigentlich nicht. So, komm, einmal schön Regen, dann kann man direkt in die Mine hochgeiern. Angeleffektivität erhöht. Ja, das ist okay. Oh boy. Habe ich was? Ja, habe ich. Ich habe was gegessen. Also ich habe sonst bisher im Moment für den Test halt das weiße Astro A40 angehabt. Beziehungsweise genutzt jetzt. Das schwarze ist irgendwie bequemer. Warum ist das schwarze bequemer? Es ist das gleiche Headset. Ich bin sehr verwirrt, was das angeht. Jetzt verbrauche ich nämlich auch so viel Energie beim Wasser verteilen. Zwei zu viel für die Gießkannenstufe. Aber wie viel Erz habe ich eigentlich gesammelt? Könnte man, glaube ich, den Ofen mal anfeuern.
Wolli willi milli kiki. Ja. Ich glaube, das Kupfer ging relativ schnell, ne? Können wir warten, oder? Doch nicht so. Zwanzig Kupfer, 25 Steine. Jetzt habe ich ja okay, nicht mehr genug Kupfer. Kupfer Barenico. Tiefer in die Mine. Erreiche Ebene 40. Ach klar. Rattenproblem. Untersuche das Gemeinschaftszentrum. Ja, kann man mal gucken. Du hast 10 Schleime besiegt. Ab jetzt kannst du der Abenteuergilde beitreten. Ah. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ich würde den nächsten Kupferbahn gerne noch eben anschmeißen. Wobei. Ah, ja, doch, da ist er doch schon. Mal hoch zur Gilde latschen. Kann man vielleicht eigentlich auch noch ein bisschen durch die Mine geiern. Ich weiß gar nicht, wann die Gilde aufmacht, aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Schleime platt. Kann man das mal machen. Dieses Spiel wird, glaube ich, im Prinzip für immer aktuell bleiben. Das ist einfach toll, das Game. Was machen die Jungs denn auf? Ich weiß es ja nicht. Stand da was? 14 Uhr. Aber 14 bis 22, dann kann ich gleich mal kurz, wenn ich rauskomme, kurz rein. Links gedreht gerade, die Sau. What the heck? Arbeitskomisch. Na, ja, nicht so schlimm. Klopfen wir mal nach den Möhrchen. Bist du des Wahnsinns? Ah ja, gibt ja schon mal so Ebenen, wo das dann andauernd kommt. Stelle ich mich gerade aber auch so enorm gut an. Der Blob muss weg. Jetzt veräppeln?
Ach, natürlich. Natürlich, in dieser Runde ist ja wohl alles hier im Sack. Oh, gib mir ein Möhrchen wenigstens, genau. Stirb, du Blob. So, kommt noch was? Ansonsten hätte ich hier einen Ausgang. Oh ja. Kein eines Möhrchen hier drin. Schwere Enttäuschung macht sich breit. Noch so ein Typ oder nicht? Aber ich würde die zwei Level gerne noch mitnehmen. Sind wir jetzt auf 13? Also 15 kann man dann schon wieder weiter runter. Boah, und ich habe keinen Bock mehr auf diese blöden Viecher. Oh nein. An solchen Level sind ja auch blöd. Gibt es gleich noch einen großen Blobbo. Dann habe ich jetzt weder Lust noch Zeit drauf, gerade Mine verlassen. Dann mache ich das beim nächsten Run, wenn ich ein bisschen mehr Zeug dabei habe. Jetzt haben wir okay, so ein Besen und dann kann ich jetzt hier noch fein mal der Gilde beitreten. Wir haben einen Gast. Holzklinge, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Rostiges Schwert. 3 bis 7 und das kommt mit. Da steht nicht dabei. Wie trete ich jetzt der Gilde bei? Nicht hier, dass man der Gilde beitritt? Oh, das ist quasi automatisch passiert, okay. Ich könnte zumindest diese Holzklinge mal mitnehmen. Stufe 2, komm, zack. Bis 5 und hier 3 bis 7. Kann man die andere aber einlagern, das ist auch fein. So, einmal nach Hause.
Boah, ich bin ja aber auch richtig müde, ey, heute. Arbeit, Sport. Heute richtig schön die Brust zerstört. Straso Faeno. So, Wasser hatte ich erledigt, ne? Natürlich, natürlich. Uhr, da macht das Spiel hier schon ein auf extra dunkel. Ins Bett, ja bitte. Müsste nicht jetzt langsam auch nochmal Ernte sein für die zweiten Kartoffeln? Minenarbeit nichts, echt? Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Aber okay. Bin ich mal nicht so, sehe ich trotzdem anders. Ah, Hashtag nutzlose Post ist wieder da. Jetzt möglichst schnell die Sprenkler da noch rankriegen. Na, mal baut gar nicht so hoch hier, ne? Burly Fans, Mikro. Gluck, 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 was gibt's hier? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Du fühlst dich in deinem Haus schon wohl. Ich schreibe dir den Brief, um dich finden zu lassen, dass PS Laden jetzt Dünger verkauft. Das ist ja toll. Interessiert mich nicht. Ich hau mal alles raus, komm. Ja, ein bisschen. Lass die drin. So, könnt ihr jetzt entweder in die Mine gehen. Ist Dienstag. Piers Laden hätte auch, aber es gibt noch keine Kohlen. Oder noch einmal in die Mine gehen. Gebessert ist alles. Der Kohle baue ich nichts Neues an. Let's go back to the mine. So, eine Runde Mine noch. Wir haben schon 9:30, haben wir es ja auch schon. Lachsbeere. Nom nom, sag ich mal. Oder oben gibt es auch noch Lachs. Den nehme ich mal mit. Klauen wir dem armen Mann hier mal seine Beere. Ah, der wollte eh nicht essen. Der sitzt lieber am Frühlingslagerfeuer. Aber war jetzt gerade immer ein bisschen knapp, denke ich.
schon regionale Höhlenkarotte, sehr fein. Wollt ihr mich eigentlich ihr wollt mich doch jetzt eigentlich verarschen. Wann kommt das denn so oft, diese blöden Viecher? Weg hier. Dieses kleine Blubber vergiftete Boss-Level schnell. Erstmal den Gang finden. Ja, jetzt wollte er mich doch völlig veräppeln. Wobei am Ende der Bahn ist er immer. Oh. Ey! Diese Kack-Dinger. Da ist ein Blibbidi-Blob hier. So, 13. Gott, oh Gott, oh Gott. 5 Milliarden Blobos. Ja, das war auch jetzt, glaube ich, gerade nicht die allerbeste Technik hier. Erstmal ein separat killen hier. Wie viele wird der? 2 oder 3? Mehr, ne? 4. Na klar. Komm. Ah, sind aber klein und halten weniger aus. Das ist in Ordnung. Jo, noch eine Biene dazu. Läuft bei mir. Nee. Wollte mich jetzt eigentlich völlig verkackeiern? Das war beim letzten Mal nicht so. Ist ja von Neißigkeit her mal so ganz weit unten. Ach Gott, da ist noch eine ganze Großarmee hier. Dreh dich um! Blödes Ding. Junge, Junge, Junge. Ja, 14, jetzt muss auf jeden Fall.
Die 15 geht's jetzt auf. Auf jeden Fall runter. Wie frech. Unfassbar. Ah, ein Omni-Geötchen noch. Na komm, dann geben wir wenigstens ein paar Karotten jetzt hier. Oh, 18 Uhr. Ja, fast die Zeit nicht im Blick gehabt. Oh, komm. Oh, da hatte ich schon eine Leiter, nee. Lassen Sie mich jetzt aber das ganze Ding hier abhacken. Bin mir sicher, ich hatte keine. Ah, okay. Safety. Null. Way down, we go home, home, home. Ich glaube, da kann man mit dem Tag jetzt auch für heute Schluss machen. Ich bin auch mega müde. Ich denke, auch wenn mein Daumen noch nicht wieder ordentlich fit ist, dass er morgen mal PUBG Mobile zocke. Morgen 19 Uhr geht's dann fröhlichst weiter. Ein ganz guter. Oh, wobei, ich kann da noch einen Tag machen. Na, ah, jetzt werde ich wieder süchtig. Aber morgen 19 Uhr. Denke, wir können mal festmachen. PUBG Mobile morgen. Schön am iPhone zocken. So, was gibt's? Bienenhaus, Geschwindwachs und Bauernmahlzeit. Ja, wunderbar. Herstellungsrezept Lebenselixier. Hundert, ist gut. Kann er wahrscheinlich jetzt wieder nicht shoppen, ne? Jetzt haben wir wieder Mittwoch. Ach, Aubermann. Kann ich wieder nicht bei dem günstigen Mann shoppen. Was wollt ihr bitte? Dip. Ach so, die Schreinerin, okay.
Gutste Frau, ich hab nicht mal mitbekommen, dass du dich lustig gemacht hast über mich, because I don't care. Ich will eigentlich den teuren Schuppen nicht kaufen. Zum Anbauen. Wäre eigentlich blöd. Eine runde Mine. Komm, noch eine runde Mine. Quick Trail wäre fein. Ich sag nochmal einen schönen guten Abend. Im Stream noch ein Rundchen in die Mine. Ja, Stardew Valley ist so eine Sache. Ich hatte jetzt aber einfach irgendwie Lust nochmal durchzustarten. Also nochmal neu zu starten mit einem Hof. Ich werde das jetzt auch nicht durchgehen zocken, wie ich jetzt gerade schon sagte, morgen wird wohl PUBG Mobile gezockt werden. Wenn jetzt nichts Akutes mehr dazwischen kommt, aus der Redaktion oder so, dann gibt es morgen PUBG Mobile. Schön am iPhone daddeln. Erreiche 40. Okay. Kommt einer? Ja, natürlich. Wie kein Knockback. Ich hätte eigentlich gerne noch mal kurz Karotten gucken. Ist jetzt eh direkt auf der 15, dann passt das eigentlich mal super. Mal kurz eine Energieeinheit Karotten suchen. Die Werkzeuge brauchen natürlich ihre Upgrades. Hey, was man nicht alles braucht, meine Güte. Das war jetzt alles auf 2 Karotten. Bisschen Lehm. Komm, da muss nur eine drin sein hier in den letzten. Ach. Dann mal schauen. Alternativ nehme ich auch den Ausgang. Von dem kriegt man aber die Cherry Bombs. Kann man eigentlich gleich mal eine legen. Komm! Die lassen mich aber auch knallhart hier immer fast alles. Vor 50, da kommen die Bären noch mal essen, die es gerade gab.
Komm, Karottchen. Höhlenkarottchen. So, der Reihe muss jetzt ein Karottchen sein, ansonsten gehe ich weiter. Erz. Na, schade. Diese Encounters sind einfach so dämlich. Ja, lass eine Karotte. Na, eigentlich will ich keine Karotte essen. Da gehe ich lieber. Ich bin erst auf 16. Nehme ich lieber einen Standardausgang jetzt hier. Er schrüpft. Okay, schnell weg. Mine verlesen. Oh nee. Ich kann da nichts von essen, ne? Nee. Ja, iss sie, damit wir laufen können. Komm. So viel gibt die scheiß Karotte eigentlich eh nicht, ne? Brauchst du ein neues Schwert? Immer, aber eher. Boah, 2 bis 4 Schaden. Das ist ganz untoll eigentlich. Zurückstoßen um 100% Waffengenauigkeit. Ist natürlich alles fein. Der Langdolch. Ist. Dolch, Schwert, Dolch. Ist halt wahrscheinlich. Ja. Solche Sachen sind natürlich fein, aber es ist zu teuer jetzt. Erstmal wieder auf den nächsten Backpack sparen. Die nächste Slot-Erweiterung. Viel wichtiger. Hält natürlich jetzt alles auch noch nicht so lange, wie ich das gerne hätte. Aber es ist ja jetzt auch gerade durchgestartet, das Spiel. Hat man halt noch nicht die tollen Items und Ernteerzeugnisse, die man gerne hätte. Aber immerhin schaut es schon ein bisschen aus wie ein Hof mit ein bisschen Zaun. 16 Uhr, völlig erschöpft. Cherry Bomb kann man mal abgeben. Weil der gibt 40 Energie hier und den kann man vielleicht mal behalten. Oder definitiv mal behalten. Damit kann man sich eigentlich nochmal hinlegen. Also wenn es jetzt regnet, würde ich noch eine Runde Mine machen. Weil ich muss doch eigentlich Saat kaufen. Irgendwas Schnelles nochmal irgendwie. Pastinaken. Cherry Bomb kann ich eigentlich besser einsetzen, anstatt die zu verkaufen. Auch Quatsch eigentlich. Uneigentlich auch sehr viel Quatsch. Hallo, Weißabgleich. Dankeschön. Wieso ist meine Energie jetzt nur halb voll? What? Wieso ist die Energie nur halb voll? Das habe ich noch nie gehabt.
wässern wir erstmal schon mal, damit das definitiv erledigt ist hier. Die guten Bohnen gab es heute bei uns auch. Das ist ja crazy. Wobei, die gibt halt auch 45 Energie. Auf keinsten wegschmeißen. Fast einen falschen Knopf gedrückt. Ja, muss man zum Fredi-Bedi hier, zum PM, aber ich muss noch ein bisschen was anbauen, um ein bisschen Kohlen zu kriegen jetzt. 18. Was kriegen wir noch? Kartoffeln noch, denke ich mal, durch, ne? Ein bisschen Dünger, Kartoffeln, dann geht das. Ja, so, das pflanzen wir noch an und dann mache ich für heute Schluss. Macht. Ach, ist noch gar nicht neu, ne? Ich habe da nicht drauf geachtet. Einmal noch Angel wegschmeißen hier. Ja, wieso war die Energie denn jetzt nicht voll? Hat er schlecht geschlafen oder was? Mhm. Nicht gehabt. Hab's. Vielleicht beim letzten Mal nicht, als ich es gespielt habe. Ist ja schon was her. Zum Release habe ich es ja gezockt ohne Ende. Der Switch. Zum Release auf der Switch. Bisschen crazy. Ey, feine CD. Ein holen wir noch raus. Nicht, dass er von dreimal angeln hier kaputt geht, der Junge. Wow, 10 Köder. Crank that shit. Der Pierre braucht bestimmt eine CD. Hä? Hi Pierre. Was geht, Brudi? Genau genommen will ich den Rucksack haben, der da steht. Aber ich will ihn nicht bezahlen, ich will ihn nur klauen. Ach, das ist ja Supermarkt-Yogi. Supermarkt-Yogi. 50% Rabatt im Jojo-Joja-Markt. Wo ist mein Gutschein? Krieg ich natürlich keinen. Gib mir Rabatt. Lächerlich. Ich brauche was mit 12 Tage ist zu lang. Kartoffeln sind eigentlich gut. Können wir düngen und mal irgendwie 20 Kartoffeln nochmal raushauen. Ja,
meinen Dünger diesmal nicht vergessen. Habe ich jetzt schon 3 oder 4 Mal vergessen. Hatte ich extra ein bisschen hergestellt. Kann ich noch ein bisschen herstellen. Ich glaube, ich habe noch was Harz. Oh, die Beere nehme ich natürlich noch mit. Wer bin ich denn? Oh, ich muss ja sowieso wahrscheinlich futtern, weil ich so wenig Energie habe heute. Bin ich auch noch ein bisschen beleidigt. Pustewurst hier. Hatte ich gesagt 20, ne? Dahin sind die Bohnen dann auch gut. Dann gibt es ja auch nochmal einen schönen Boost. Den Frühling. Da aber den Dünger. Fast Ferguson. Ist auch noch sehr gut. Dünger. Machen wir mal 12, 12. 17 reicht noch nicht. Die Energie hat doch noch ausgereicht, sehr fein. So, gewässert ist alles. Lup. Noch ein Kupferbarren hier in die Herstellung geben und mal schauen. So, weg. Kann auch mal weg. Harz zurück, das zurück. Der Rest wird rausgehauen. Da. Game Tain Man Hof. Oh, hat das T genommen, aber nicht geschrieben. Ärgerlich irgendwie, aber life is life. Wir sind die Game Tain Man. Passt das schon. So, wo gibt's denn noch? Aha. Die letzte Energie hier. Der letzte Energiehauer mal noch einen Baum weg hier. Ist das ja mit Migräne oder was aufgemacht wie ich am Sonntag? Armer Kerl. Okay. Jetzt haben wir ihn dann doch zu krass rangenommen. Das ist aber auch fein. Schöne Punktlandung jetzt tatsächlich und noch einmal wegräumen. So, tuck. Tuck, ja, das kann jetzt auch weg. Habe ich nicht mehr genug Mats. Mach ich mal. Rush. Was ist eigentlich hier drin? Also, da war noch ein Schwert drin. Ja, das halt auch noch. Und hier gibt es nichts mehr wegzuschmeißen. Ja, dann ausruhen, speichern. Bett gehen, speichern. Und damit sage ich, gehe ich mich jetzt auch mal hinlegen, beziehungsweise noch kurz ein bisschen ausruhen. Ein bisschen was Wasser schon trinken. Überlebensburger. Ja, nice. Hofarbeit. Oh Gott, das ist viel zu wenig Kohle für die Pastinaken. Das ist eigentlich viel zu wenig Kohle. Aber gut, ich habe jetzt Kartoffeln und Bohnen noch drin. Das ist fein. Gucken, sind die Bohnen jetzt dann durch? Ne, auch noch nicht. Ja, egal. So, komm, weg damit. So. Das heißt, ich überlege morgen, ich gucke mir Pokémon Quest über Tag mal an, was das noch so kann, ob das irgendwie Spaß machen würde, abends mal zu zocken.
Oh, meine Güte, bin ich jetzt weiß von dem hellen Bildschirm. Warte. Also in den Shop geht. In den Shop, Shop, Shop ist gut. Der hat eine andere Farbe. Ne? Ja. Morgen 19 Uhr geht es dann weiter. Montags bis Freitags 19 bis 22 Uhr sind die festen Streamzeiten. Samstags normalerweise vormittags. Und diesen Samstag wird es einen richtig langen Stream geben. Meine Ladies sind den ganzen Tag unterwegs. Das heißt irgendwie so ab 11 ungefähr. So ab 11 diesen Samstag wird es also so, ich denke mal so 6 Stündchen zocken. Gucken, was ich dann zocke. Muss ich mal schauen. Vielleicht habe ich bis dahin das iPad-Setup fertig, dass ich mit dem iPad Pro entsprechend zocken kann. Aber da fehlen mir halt jetzt noch ein paar Teile. Kabel sind gekommen heute und zwar, ich habe es schon weggeräumt, ne? Adapterkabel USB-C auf HDMI und USB und was man dann noch so an Schnittstellen braucht, ist drin. Verlängerungskabel USB-C, damit ich es ordentlich an den Strom, an das iPad anschließen kann. Ich brauche noch einen vernünftigen Stand, den ich mir hier hinstelle quasi. Also nicht hier so ins Bild, sondern direkt vor mich, dass man es genau nicht im Bild sieht. Der fehlt noch, der Stand und überlege ich gerade, ich glaube, das ist noch der Stand, der fehlt. Ja, fein. Also noch der Stand fehlt. Das heißt, ich denke, ich werde auf jeden Fall am Samstag beginnen mit PUBG Mobile, das auf jeden Fall. Für den Vormittag dann noch und nach der Mittagspause. Ich mache dann kurze Mittagspause, noch mal schnell was futtern. Ich besorge mir dann schon vorher was, damit der Stream nicht so lange unterbrochen ist. Habe ich halt auch mega Bock drauf. Ansonsten, wie jetzt eben erwähnt, montags bis freitags 19 bis 22 Uhr streame ich hier für mit Gametainment. Samstags vormittags normalerweise. Dieser Samstag wird lang oder Sonntag ist der Muttertag. Da ist Streaming frei. Da ist schön Familienzeit, Muttertag angesagt. Da muss die Mama hier zu Hause verwöhnt werden. Nämlich meine Tochter und dann wird die Mama verwöhnt, wie sich das gehört am Muttertag. Und dann geht es Montag dann wieder ganz normal weiter, 19 bis 22 Uhr. In diesem Sinne, Freunde. Schaut mal bei gametainment.de, AT oder CH rein. Immer wieder neue News, immer wieder mal Tests. Für mir sind es ist heute noch ein Test gekommen zu GameX. Heute war der Razix dran und morgen früh wird veröffentlicht der, weiß es gerade gar nicht, das nächste Teil. Also ich habe mich einmal komplett durch die Produktpalette getestet. Da fehlen jetzt noch einmal die Caps, die drauf sind. Die Austauschcaps für die Analogsticks, die kommen dann morgen, werde ich morgen noch schreiben, morgen früh. Aber da habe ich mich einmal komplett durch die Produktpalette gezockt. Deutscher Hersteller, deutscher Gamer, da muss man das natürlich mal getestet haben. In diesem Sinne wünsche ich euch was, zockt noch ein bisschen was, zockt nicht zu lange. Ich werde dann raus, bis morgen Abend um 19 Uhr richtig. Ich sage tschö mit Ö, bis moin. Ich hoffe, bis morgen der ein oder andere schaltet bestimmt mal wieder rein. Most likely PUBG Mobile, je nachdem, wie mein Daumen ist. Ich kriege morgen noch eine neue Schiene dran, beziehungsweise so eine schon Stützding. Sie muss mal gucken, wie das morgen Abend funktioniert. Aber kriegen wir schon hin. Wir werden was Feines zocken. Vielleicht auch hier Swords of Ditto weitermachen morgen. Einfach mal schauen. Aber das werde ich kurz vor Streambeginn, werde ich das entscheiden oder entschieden haben, dass ich mit Plan den Stream starte. Und wer einen Follow im Kanal dagelassen hat, der wird benachrichtigt und er sieht ja auch das Spiel, was ich zocke. Das heißt, wenn es für ihn interessant ist, kommt er rum. Ansonsten, jetzt schon mal schöne gute Nacht. Schlaf gut. Morgen arbeiten, / Schule. Ne? Wer arbeiten muss wie ich, der geht arbeiten, Schule. Hm? In diesem Sinne bin ich raus. Tschö mit Ö.